So, damit herzlich willkommen zurück zu Sacred 3. Ich muss das Mikro kurz ein bisschen näher ranholen. So, sollte das einfach gehen. Beim letzten Mal haben wir wieder ein paar Nebenmissionen gemacht und ich könnte sogar noch eine machen, sehe ich gerade. Ja, nee. Nee. Das haben wir nicht so gemacht. Machen wir jetzt einfach weiter. Mit dem Bergwerk von Alcazaba. Bahnt euch euren Weg durch die Berge von Alcazaba, erreicht die Stollen und zerstört das versteckte Portal. Woher weiß ich von einem versteckten Portal? Das wird man uns garantiert jetzt in der Mission sagen. Die ich aber letztes Mal versehentlich schon mal gestartet hatte. Naja. Gucken wir erstmal die Sequenz an, da wissen wir genau, was wir tun müssen. Oder ja, warum. Ist es nicht seltsam, dass Zane wie von Zauberhand immer dort aufkreuzt, wo der Widerstand ist? Nun, vielleicht haben wir herausgefunden, wo die Zauberhand ist. Euer nächster Auftrag führt euch in die Stollen der Bergwerke von Alcazaba. Dürfen wir Spitzhacken benutzen? Das ist nicht so spaßig, wie du denkst. Ich empfehle Spitzhacken mit zwei Spitzen für die Gerechtigkeit natürlich. Natürlich. Bei uns im Norden graben wir mit bloßen Händen und meißeln Diamanten mit Zähnen raus. Au! Was Zanes Magie betrifft, ihr müsst tief in die alten Stollen vordringen, um das versteckte Portal zu finden. Speer berichteten davon, als Zanes Truppen zuletzt angriffen. Er hat sie durch das Portal von Eshgar, der Eschenhauptstadt, geschleust. Stellt mich vor dieses Portal, dann werde ich jede Armee aufhalten, die hindurchkommt. Danke, aber das ist nicht nötig. Ihr werdet alle gehen und das Portal schließen und sicherstellen, dass er es nie wieder benutzt. Wir wissen nur noch nicht wie. Aber ihr habt mich. Sobald ihr nah genug seid, sollte ich in der Lage sein, zu spüren, wie das geht. Das ist jedenfalls der Plan. Was meint ihr? Tut wenigstens so, als ob ihr daran glaubt. Ich glaube an dich, Schwester. Unser Verderben. Ja, unser Verderben ist hier eindeutig. Also, ich konnte den Mineneingang nicht finden. Hey, ich versuche noch immer ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht wäre es einfacher, wenn ihr selbst danach sucht. Ja, Maria, schon ist ja gut. Ich bin schon auf dem Weg, werte Dame, keine Sorge. Aber nicht hier lang, sondern hier lang. Also, in die Minen geht's also jetzt. Vermutlich, da bin ich ja nicht der beste Weg, sehr gespannt. Denn man kann fliegen. Sucht nach einem anderen Weg. Ja, das lief super. Dann gehen wir anscheinend ganz zufällig hier runter. Der Weg war natürlich von Anfang an da. Es war klar, dass wir runter müssen. Ich konnte es nur noch nicht. Das ist alles. Falls ihr euch einsam fühlt, Grimox voraus. Viele. Yay. Grimox. Au. Ja, so geht das gut los, ne? Ich schon wieder heilen, ey. So geht's mir los. Ich könnte eigentlich jedes Mal über Babels gehen, wenn der rumwirbelt, ne? Aber das will ich gar nicht. Das ist mal nicht besser, als einfällt, schätze ich mal. Ist ja auch irgendwie blöd, oder? Ich spüre deinen Groove. Den krieg ich auch noch fertig, komm. Die Zeit nehme ich mir, um den so fertig zu machen. Gemeinsam können wir jeden besiegen. Man muss gar nicht mal so sehr hämmern, weil der Balken so langsam voranschreitet. Sehr angenehm, sehr angenehm. Ein Naturtalent. So, lass mich ins Bergwerk, los. Darf ich ins Bergwerk? Ja? Darf ich? Bitte? Das ist alles noch so grün hier. Breitet eure Arme aus und lauft in meine Klinge. Die Dryade eine Klinge. Ich kann mich erinnern, dass die Dryade eine Klinge hatte. Die Dryade hatte einen Bogen. Oder, positive Wellen. Nee, die hatte nicht unbedingt einen Bogen. Die hatte. In Sekte 2 war die auf Fernkampf fixiert. Die hatte allerdings so. Diese komischen Dartpfeile, sag ich mal. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll jetzt. Der hat so Blasrohre gehabt, genau, das war das. Wo man halt eben da diese Pfeile reinstecken konnte, die sie dann ausgespuckt hat. Das war ihre Waffe in Sekiro 2. War eine coole Waffe, war eine sehr coole Waffe eigentlich. Ein altes Bergbaudorf.
Leer. Zane hat keine Überlebenden zurückgelassen. Wir müssen diesen Stollen finden. Da kann man dem Rettern nicht ausweichen, das ist schön. Ich muss jetzt wirklich lernen, ein bisschen mehr auszuweichen einfach. Dann brauche ich auch nicht so eine Waffe hier, die mir Leben pro Treffer gibt. Auch wenn ich mir denke, dass das allgemein nicht schaden kann. Herausragend. Moment, hier rechts ist doch garantiert was, oder? Irgendwas ist hier doch. Ja, diese Klenzburg. Statue, das muss der Dorfgründer sein. Stellt euch das mal vor. Er hat über sein Dorf gewacht und musste still zusehen, wie es wieder vernichtet wurde. Bergmörder, befreit die Steine! Befreit die Steine! Ich dachte gerade, das für Lebewesen. Steine leben nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Außer sie sind magisch. Steine leben sie natürlich und greifen einen an. Aber nicht solche Steine hier. Okay, da unten muss ich raus. Aber erst, wenn die weg sind. Ja, vielleicht hätte ich Sachen noch nicht aufsammeln sollen. Aber die machen doch viel Schaden mit ihren Wirbelattacken, ne? Muss man mal so sagen. Wenig Schaden machen die damit echt nicht. Ihr kommt näher. Okay, ich weiß immer noch nicht, wohin genau ihr müsst, aber viel weiter kann es nicht sein. Ich frag mich, wo ihr jetzt wissen will. Kein Plan, wohin, aber ich komme näher. Naja. Wenn ich irgendwo lang gehe, komme ich auf jeden Fall irgendwann näher. In Zweifel einmal um die ganze Welt rum. Da mag es jetzt aussehen, als wenn ich mich entfernen würde, aber im Endeffekt komme ich doch näher. Diese Logik, ne? So, ich muss immer erstmal klicken, ob ich irgendwo exekutieren kann. Weil das halt wirklich so praktisch ist. Ups. Lass uns die Hände halten, während wir sie vernichten. Ich finde den nach wie vor wirklich nicht so praktisch irgendwie. Ein bisschen Erholung vom Kampf, wenn man so will, aber das ist doch das Einzige. Positive Wellen. Ist dir gerade der Kopf abgefallen? Oder warum hast du so geblutet? Keine Ahnung. Sah vielleicht nur so aus. Moment, was war denn da unten jetzt gerade? Nee, das war vorhin. Ich dachte gerade, hier ging es runter, aber das war ja vorhin irgendwo. Habe ich das vergessen? Ach, egal. Wir gehen einfach weiter. Das ist er. Ihr habt den Stollen gefunden. Ich hatte schon befürchtet, gefeuert zu werden. Dich feuert keiner. Du bist die Tochter von der obersten Chefin hier. Keine Sorge, Aria. Dich feuert keiner. Du wirst höchstens... Kleine Ameisen krabbeln meine Wand hoch. Sie sollten besser nach Hause gehen, bevor sie zerschlagen werden. Das ist Zane. Er weiß, dass wir hier sind. Das versteckte Portal muss irgendwo in diesem Tunnelsystem sein. Seid vorsichtig. Ich wollte sagen, die wird höchstens jetzt irgendwelche... ja, wie sage ich das jetzt am besten so, dass es nicht so klingt, als wenn es erst ab 12 Uhr nachts zu sagen ist. Sie wäre für gewisse körperliche Zwecke missentfremdet worden. Was auch immer. Machen wir weiter. Ach, wir haben wieder Feuermagier, okay. Du willst Frieden? Dann exekutiere den Feind. Mit einer Liebe müsst diese Lore aus dem Weg schieben. Ich habe versucht, es mit meinen Geisteskräften zu tun, aber davon habe ich nur Kopfschmerzen bekommen. Warum auch immer. Eine Lore also super schieben. Wow, okay.
ganze Zeit kommt vorhin am Gegner, oder wie sehe ich das? Vielen Dank für euer Vertrauen, aber ich kann diese Lore nicht mit meinen Geisteskräften bewegen. Das müsst ihr selbst machen. Bin ja dabei, bin ja dabei. Naturtalent. Wir müssen einfach weiterschieben, egal was kommt. Das ist, glaube ich, das Beste. Hoffe ich zumindest. Das versteckte Portal muss tiefer in diesen unheimlichen Stollen liegen. Da jagen sie ihrem Verderben entgegen. Muss man gerade sagen, es gefällt mir grafisch ja eigentlich ganz gut so mit dem Boden und so. Die Beleuchtung, es gefällt mir richtig. Das Spiel macht grafisch einiges her, das kann man nicht anders sagen. Das mag in den Videos vielleicht nicht so durchkommen, aber ich finde es echt schön. Toll ist auch einfach, dass das Spiel hier in diesen Stollen ja, genau. Auch wesentlich flüssiger läuft, als wenn ich draußen unterwegs bin. Dann haben wir mal ein flüssiges Spiel bei mir. Das ist ja. Das glaubt einem ja keiner. Dass das Spiel bei mir halbwegs flüssig läuft. Aber man sieht, es geht. Es geht tatsächlich. Oh. Pures da bin ich sehr froh Glück. Drum. Da bin ich wirklich sehr froh drum. Ich hatte meine Mutter immer gebeten, mir Bettgeschichten von Drachen zu erzählen. Und genau hier haben sie gelebt. Vielleicht haben ihre Körper diese Tunnel ausgehöhlt. Ich habe nur Geschichten über das Sabotieren von Nachschublinien mit Kleber zu hören bekommen. Wie funktioniert das? Das kann ich mir mal erzählen. Aufpassen! Sonst verliert ihr vielleicht eure Köpfe. Ach ja. Es fällt wieder alles runter. Hat man immer mal, ne? Hat man ja immer mal wieder hier. In den Leveln. Dieses spontanen Fall von irgendwelchen Sachen. Natürlich einfach weitergehen. Hey, bewachen diese Grimoks dort etwa einen Wagen voller Dynamit? Ihr könntet euch damit etwas Spaß gönnen. Ach, ich kann mir auch anders Spaß gönnen. Sorry, ich kann bei diesem Spiel einfach nicht aufhören, sowas zu sagen. Also, es ist... Egal, ihr macht die ganze Zeit solche Bemerkungen. Ich kann einfach nicht aufhören, sowas zu sagen. Ich hoffe, es entschuldigt mir das mal. Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte, sowas zu sagen, aber... Denke ich mal eben, es wäre unangebracht, aber ich kann bei dem Spiel einfach nicht anders, weil es dauernd solche Anspielungen macht. So blöd klingen mag. Verzeiht mir das bitte. Außer natürlich, es gefällt euch, wenn ich sowas sage. Welche Wand soll ich eigentlich sprengen? Das ist gerade so die Frage. Was genau soll ich sprengen und vor allem wie? Wahrscheinlich die Wand. Aber womit? Vertraut ihr mir? Dann benutzt das Dynamit an einer brüchigen Felswand. Ich habe das Gefühl, dass das der einzige Weg zum versteckten Portal ist. Ach so, ich muss den letzten Typ noch besiegen. So ist das. Ups. Was bin ich froh, dass es keinen Einsturz gab. Hey, ohne Risiko kann man nicht siegen, oder? Das war schön. Lasst uns das nochmal machen. Oh ja, nochmal gerne. Ich nehme gerade irgendwie ein bisschen viel Schaden. Weil ich mich gerade selber in Luft jage. Wollte ich nur so erwähnt haben. Ein Naturtalent. Ist nicht ganz so gesund. Leider. Ich kann mir vorstellen, dass es gesund wäre, wenn man sich in die Luft jagt. Ich stelle mir das gerade so vor, als wenn ein Mensch irgendwie so ein bisschen was Reptilisches hätte oder Amphibisches. Eher amphibisch. Weil ich meine, die sind doch stellenweise in der Lage, irgendwelche Körperteile zu regenerieren, oder? Ein paar Steine bewegen keinen Berg.
aber sie rufen meine Elite. Ich denke, er ist auf uns aufmerksam geworden. Einfach weiter. Ja, darf ich auch meinen Gedanken bitte äußern? Dankeschön. Das ist quasi jetzt als Heilmethode Teile seines Körpers abwerfen könnte. Damit diese nochmal in regenerierter Form wiederkommen. Das mag klar bescheuert klingen, aber gut, irgendwelche komischen Äußerungen ist man von mir auch irgendwo gewöhnt ein bisschen. Hoffe ich doch. Wenn nicht, jetzt schon. Gemeinsam können wir jeden besiegen. Also war nur so ein Gedanke. Aber wir sind ja keine Amphibien oder sowas, von daher können wir das vergessen. Harmonie! Ihr habt das ehemals versteckte Portal gefunden. Ich sehe aber keine Möglichkeit, es von dieser Seite zu verschließen, also rein. Ja, gehen wir einfach in das brennende Portal rein. Es ist ja ganz schön da drin jetzt. Ganz harmlos. Schließ das Portal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das Tor nicht direkt beschädigen könnt. Versucht es mit einem Geschützturm zu überladen. Beide Räder. Ist so ein Rad? Nee. Sind das Räder hier? Das sind keine Räder. Du willst Frieden? Dann exekutiere den Feind mit einer liebevollen Umarmung. Was machen wir? Räder? Räder. Klingt nach einem guten Plan. Wie immer. Die mag Räder. Ja, genau. Aber welche Räder? Ich muss das Ding verschließen. Ach, hier ist ein Rad, okay. Das mit dem Geschützturm funktioniert. Es ist fast so, als wüssten wir, was wir tun. Weiter so. Mit geistloser Tapferkeit werfen sie sich in den Schlund des Wolfs, während der seine Zähne um sie schließt. Ja, ja, red nicht. Super. Ich könnte trotzdem einfach die ganze Zeit hin und her laufen und Räder drehen. Aber das wäre ja langweilig. Ja. Nicht wahr? Ein Naturtalent. Also sollte ich aber ein paar Gegner killen. Ja, ich merke schon, jetzt kommen nur wieder viele Gegner und jetzt fängst du an zu lecken, ne? Ah, ich war so froh, dass es mal nicht so geruckt hat. Dreht die Räder. Sonst sind wir umsonst hierher gekommen. Aber jetzt geht's halt wieder leider wieder los. Naja, kann man nichts machen. Pures Glück. So, okay, Hälfte haben wir. Ich mach kurz noch ein paar Gegner mit. Wenn ich schon dabei bin. Ich muss mich noch mal heilen schließlich, ne? Nachher kommt noch irgendein großer Boss hier, wenn ich das letzte Mal das Rad drehe und dann habe ich keine Lebenspunkte. Was machen wir? Räder? Räder. Klingt nach einem guten Plan. Ja! Ob die wohl Räder drehen könnte mit ihren telekinetischen Kräften? Kann die garantiert, die ist nur zu faul. Kann garantiert alles, die ist nur zu faul einfach. Ich wette drum. So, drehen wir noch zweimal. Eins. Beisammen sein. Und zwei. Und Gegner. Ja, so läuft ganz gut gerade. Läuft ganz gut. Friede. Bin soweit ganz zufrieden. Dreht die Räder. Ja, ich bin sonst auch dabei. Sind wir umsonst hierher gekommen. Geschafft. Au. Ihr habt einen der Geschütztürme klar gemacht. Jetzt geht zum nächsten. Ich hoffe, das klappt. Wenn das Portal zerstört wird, wird das ihr Schicksal besiegeln. Ich dachte, ich hätte bei gleichermaßen gedreht, aber wahrscheinlich nicht. Okay.
Das heißt, da kann ich auf jeden Fall nicht mehr lang. Das heißt, ich mache mir im Prinzip das Kampffeld kleiner. Was machen wir? Räder? Räder. Klingt nach einem guten Plan. Was für eine Macht. Hat das eine oder andere Mal nicht reagiert, als ich gedrückt habe. Das kann natürlich sein. Aber macht er nicht. Das 12. Mal mache ich auch noch. Das sollte kein Problem mehr sein. Jetzt noch einmal das Rad zu drehen. Positive Wellen. Außer sie hat Feuer getroffen. Eher ist okay. Das Portal dann versiegelt. Versuch doch noch einmal, uns von der Seite anzugreifen, Zane. Trau dich. Während die kleinen Ameisen die Zerstörung einer vergessenen Höhle feiern, holt der Eroberer weit oben einen weiteren Sieg. Ach so, es gibt gar keinen richtigen Bosskampf in dem Level. Ach so, ich muss nur das Ding schließen. Alles klar, dann bin ich raus. Kam mir irgendwie ziemlich schnell vor, als Kapitän. Hab ein bisschen auf die Uhr geguckt, aber es kam mir relativ schnell vor. Für eine Hauptmission. So, Efeu-Ranke erweitert. Das war meine Crit-Waffe, ne? Erstmal Erdanhebung hat eine neue... Oh, ich kann das hier noch kaufen. Ach, ich nutze ja Todesschwarm, stimmt ja. Ich nutze ja gar nicht Erdanhebung. Da war ja was. Aber im nächsten Level kann ich Erdbeben verbessern. Das ist cool. So, und jetzt Efeuer. Ach, was ist denn jetzt alles hier? Efeuranke. Okay. Garantierte kritische Treffer. Oder mehr Schaden. Ah, das ist jetzt gemein. Aber ich kann hier noch was verbessern, sehe ich gerade. Okay. Materialisation. Hitze der Stadt treibt die Waffe so sehr an, dass die Energiefunken sprüht. Ah, damit kann ich Gesundheitskugeln abwerfen. Also das ist wirklich mehr so eine unterstützende Waffe. Okay, jetzt ist nur die Frage, möchte ich Gesundheitskugeln oder möchte ich Energiekugeln haben? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Oder möchte ich doch wieder auf eine ganz andere Waffe gehen, womit ich wieder mehr Schaden mache? Mir fällt die Heilung eigentlich ganz gut. Und ich glaube, ich möchte hier dann ganz gerne die Energiekugeln abwerfen, damit ich öfter meine Skills spammen kann. So. Habe ich jetzt für entschieden. Gut, dann würde ich meinen... Aber die nächste Mission... Ich hänge noch Mascarell hier hinten im Grunde hinterher. Auch wenn es nur eine kleine Mission ist. Oder vielleicht eben, weil es eine kleine Mission ist. Aber einfach, weil ich nicht eine kleine Mission für einen Part machen möchte. Ich hätte das doch noch in den vorigen Part reinhauen müssen, ne? Können. Aber ist mir nicht aufgefallen. Darum hängen wir es doch kurz hinten dran. Sollte nicht so ausmachen. Die werden es uns nicht leicht machen. Wird schon. Also wenn ich schon Energiekugel abwerfe, dann kann ich natürlich auch ein bisschen öfter meine Skills einsetzen. Und ich soll natürlich nicht die ganze Zeit durchs Feuer laufen. Schön. Und jetzt nochmal. Super. Das bringt nicht ganz so viel, wenn ich die ganze Zeit im Feuer rumrenne. Da kann ich mich heilen, so viel ich will. Das bringt nix. Ha!
was? Aber da kommen noch mehr. Yay, noch mehr. Also ich wasch gerade so ein bisschen durch, damit es nicht allzu lang wird. Gemeinsam so, das noch einmal wir kurz. Jeden besiegen. Da wieder ein bisschen rumspammen. Guck, der macht mir die ganze Zeit Schaden mit seinem Scheißpin. What the fuck? Spiel ernsthaft. Wo ich mich nicht wehren kann, ne? Das ist echt freudig. Darin. Wunderbar. Wisst ihr das? Abgefahren. Ich kann es mir jetzt echt, glaube ich, langsam mal erlauben, bis öfter mein Skill einzusetzen, weil ich bin da eigentlich immer relativ vorsichtig mit. Für den Fall, dass ich es irgendwann mal brauche. Aber jetzt, wenn ich Energiekugeln beim Angreifen generiere, kann ich mir das definitiv mal überlegen, mit dem ein bisschen häufiger einfach so angreifen. Was mir sehr gut gefällt. Gut, das war Mascarell. Wenn ich mich recht erinnere, war Mascarell in Sacred 1 oder 2. Ich glaube, in 1 war das eine Stadt. Da bin ich gerade aber nicht ganz sicher. Gut, ich kann jetzt mehr Energie-Totems tragen, okay? Das ist schön. Ich würde mich echt angewöhnen, einfach in Bosskämpfen mal Schutzauren einzusetzen. Ich meine, die kosten ja nicht die Welt. 80 kostet 1. Das kriege ich locker wieder rein. Gut, dann, Einfach mit dem Part jetzt wieder erstmal. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bei Sacred 3. In dem Sinne, bis dahin.